Herzlich willkommen auf dem Asia Sports Channel, liebe Sportsfreunde. Hier ist euer Kamini von IQ Fitness. Heute mit einem neuen Studio-Report für euch. Und zwar bin ich in Niederaula. Ist ein besonderes Anliegen für mich, denn ich bin im Studio von meinem guten Kollegen Bartek, das Heartbeat Fitness. Wir werden gleich reingehen, werden uns das Studio mal anschauen. Ist auch für mich der allererste Besuch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er so umgesetzt hat. Ist ein alter Studio-Trainer-Kollege von mir. Deswegen bin ich natürlich super erfreut, hier sein zu dürfen. Werde ein kleines Interview mit ihm machen. Bin mal gespannt, was er sich hier so reingestellt hat. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich nehme euch mit. Sportsfreunde, hier wären wir. Wie man sehen kann, der Eingangsbereich, eine richtig geile Theke hat er sich hier hingezimmert. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Der erste Eindruck ist schon mal Bombe. Hier hinten ist der Cardio-Bereich. Ja, klein, aber fein. Ist auf jeden Fall richtig gut gestaltet, sehr übersichtlich. Und ich werde mir gleich den Bartek schnappen. Und dann wird er ein bisschen was zu dem Studio erzählen. Auf den ersten Blick schon mal richtig geile Geräte. Ich habe hier schon mein Lieblingsgerät entdeckt, die Hexquad-Maschine. Bartek kommt gerade. Da ist der gute Mann. Wir werden uns jetzt mal zusammen hinsetzen und dann wird er ein bisschen was zum Studio erzählen. Neben mir der gute Bartek. Auf jeden Fall mega happy hier sein zu dürfen und erstmal Glückwunsch zu deinem eigenen Studio. Dankeschön. Richtig geil auf jeden Fall. Er hat den Traum quasi wahrgemacht, ein eigenes Studio hier zu eröffnen. Und ja, erzähl doch einfach mal, wann wurde das Studio offiziell eröffnet? Was war so deine Idee dahinter? Ja, das Studio habe ich vor 4 Wochen eröffnet. Okay. In der Umgebung jetzt hier gibt es keine anderen Studios. Und die Idee, die hatte ich schon immer eigentlich. Nur ich habe halt die passende Location gesucht, beziehungsweise den richtigen Standort. Und dann hat sich das hier ergeben. Wie groß ist das Studio ungefähr? Das Studio, die Trainingsfläche ist 400 Quadratmeter groß. Okay. Dann kommen noch der Kursraum, umkleiden. Ja, super aufgebaut, sehr übersichtlich. Das finde ich übrigens sehr geil. Es kommt einem gar nicht so zugestellt vor. Gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen auch eine geile Geräteauswahl. Ich glaube, wir werden gleich nochmal einen Rundgang machen. Dann wirst du uns nochmal ein bisschen was zeigen. Vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, wie sieht es hier aus mit der Trainingsbetreuung? Also ist das sowohl für jung und alt? Ist das hier für ambitionierte Wettkampfsportler oder ist das im Prinzip ein Fitnessstudio für jedermann? Im Grunde für jedermann, aber auch für, ich sage mal, die Geräteauswahl ist so getroffen worden, dass auch ein Wettkampfathlet hier trainieren kann. Okay. Ne, das heißt, die Kurzhanteln gehen bis 60 Kilo, wir haben hochwertige Langhanteln. Das ist anständig? Ja. Wir haben aber auch Geräte, ich sag mal, für die Präventionsmaßnahmen als Beispiel. Okay. Ja, im Grunde, die Gegend hier ist etwas ländlicher, da muss man dann auch mal sehen, dass man alles ein bisschen abdeckt. Man muss natürlich auch sagen, der gute Bartek ist ja selbst auch Wettkampf-Bodybuilder, sehr erfolgreicher Wettkampf-Bodybuilder. Ich werde euch gleich mal ein Bild einblenden, wie der gute Mann hier aussah vor kurzem. 2015. Genau. Wir haben ja auch eine Zeit lang zusammen trainiert, muss man sagen. Ist ja quasi Gießener Jung, wenn man so will. Auf jeden Fall, also für Jung und Alt, Wettkampfsportler kannst du genauso betreuen. Das finde ich sehr geil. Du kooperierst hier auch mit Krankenkassen. Genau, mit der AOK. Mit der AOK hier vor Ort. Also definitiv mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, eine ordentliche Trainingsbetreuung zu bekommen. Gibt es ja nicht allzu oft, muss man sagen. Vielleicht können wir uns ja einfach mal das Studio anschauen, ja, oder? Ja, gerne. Alles klar. Erzähl mal, was es hier mit den Royal Flavors auf sich hat, weil das ist ja schon was Spezielles, was es so in anderen Studios nicht wirklich gibt. Ja, also wir haben hier über 30 Geschmacksrichtungen zur Verfügung. Also schaut mal an, ungefähr 1000 gefühlte Geschmacksrichtungen, die man alle nochmal kombinieren kann. Also man wählt die Geschmacksrichtung. Dann hat man die Möglichkeit zu sagen, nehme ich ein Casein, nehme ich ein Isolat, nehme ich ein Whey-Konzentrat, nehme ich ein Soja-Eiweiß, nehme ich ein sehr hochwertiges Isolat, WPI 100 haben wir hier. Wir haben zwei Gerätehersteller, einmal haben wir die Gym 80 Geräte, die Signo-Serie, wie sie vielleicht einige von euch kennen, wie im McFit, so in der Art, nur halt mit einer, ich sag mal, Verschönerung in Anführungszeichen. Das heißt, es ist die Aluminium-Version. Das heißt, hier sind die Griffe halt einfach aus Aluminium und oben sind halt nur so Klappen drauf. Das ist etwas anders. Aber im Grunde von der ganzen Sache sind sie baugleich, also von dem Rahmen.
Okay. Und dann haben wir noch Geräte, also das sind die Geräte für die, ja, ich sag mal, für die normalen Sportler, beziehungsweise die, die sich ein bisschen fit halten möchten. Ja, Kurzhantelbereich bis 60 Kilo. Diverse Bänke aus, mit verschiedenen Breiten. An den kann man halt diverse Übungen mit der Langhantel durchführen, Übungen mit körpereigenem Gewicht, je nachdem, was man halt ja, gerne machen möchte. Im Grunde für jedermann, der, ich sag mal, ein bisschen mehr als nur Sport treibt. Ein schöner massiver Turm hier. Kein Billigzeugs, finde ich schon mal sehr gut. Ausreichend Gewicht hast du auch am Start. Jawohl. Ja, ich habe hier auch schon die, die Hex-Squat-Maschine gesehen und die Beinpresse. Ja. Das ist ja, glaube ich, so dein Baby. Ja, also meine Lieblingsmaschine ist jetzt die Brustpresse, weil ich die sehr mag. Von der Biomechanik her läuft sie sehr gut, die ist blade-loaded. Man kann die Gewichte halt sozusagen ja, auf beide Seiten separat draufladen. Dann hat man hier jetzt den Hex-Squat. Der ist recht schön, weil man hier auch die Fußposition verändern kann. Das heißt, wenn man jetzt sagen möchte, ja, ich will ein bisschen mehr den Oberschenkel vorne trainieren, dann stelle ich das Teil weiter runter. Ja. Also auf jeden Fall ein mega geiles Teil. Ich habe eben gerade mir das nochmal genauer angeschaut. Das werde ich auf jeden Fall mal gleich ausprobieren, Mann. Ja. Dann eine Beinpresse 45 Grad. Klar, Beinpresse kennt eigentlich im Grunde jedermann, aber bei der Beinpresse ist halt noch mal was Besonderes. Und zwar lässt sich die Fußstellung auch verändern. Das heißt, wo man halt das Gewicht wegdrückt, die ist halt auch einstellbar. Das heißt, ja, man kann dann halt auch wieder ein bisschen isolierter auf bestimmte Muskelgruppen vom Oberschenkel trainieren. Ab dem 10. März gibt es Yoga, dann wird es Pilates geben, dann wird es noch Body Pump. So in der Art halt die Kurse mit einer Langhantel, Kurs auf Stepper, dann Aerobic Kurs, Zumba, je nachdem, muss ich halt sehen. Wie belaufen sich aktuell die Mitgliedsbeiträge so pro Monat? Also der günstigste Tarif liegt bei 39,90. Okay, das ist dann ganz normaler Jahresvertrag oder hast du da? Jahresvertrag, okay. AOK-Vertrag, also wenn jemand AOK versichert ist, liegt bei 34,90 bei 2 Jahren oder der Partnervertrag liegt auch bei 34,90. Ja, dann werde ich mir jetzt mal einen Booster genehmigen und dann werde ich hier mal ein bisschen scheppern. Auf jeden Fall, sehr geiles Studio, Sportsfreunde, schaut es euch mal an. Ich werde euch da auch nochmal die Adresse und so weiter in der Beschreibung verlinken. Also checkt definitiv das Heartbeat Fitness ab. Ja, vielen Dank, Bartek. Ich werde jetzt mal ordentlich scheppern. Alles klar.